Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute Morgen aus Havixbeck. Es ist unglaublich, aber ich hatte tatsächlich mal eine Tour vor der eigenen Haustür. Die letzten Wochen, ich glaube, das ganze Jahr war ich eigentlich nur woanders unterwegs. Und da freue ich mich total, mal hier wieder zu Hause unterwegs zu sein. Hier hinter mir der Torbogen in Havixbeck. Irgendwo ja Wahrzeichen oder auch hier etwas gesagt touristisches Highlight hier zum Fotografieren. Und hier starte ich jetzt meine Tour, 50 Kilometer sollen es werden. Und ich mache mal so eine kleine Inspektionsrunde, habe ich mir vorgenommen. Im Winter ist mir nämlich aufgefallen, es gibt immer mehr so kleine Hoflädchen, kann man im Winter ganz gut sehen, wenn da nichts Grünes vorblüht. Und die radel ich heute mal ab, wie gesagt, 50 Kilometer. Und ich würde mich freuen, wenn du mich begleitest. Ja, nicht nur der Torbogen hier touristisches Highlight in Havixbeck, nein, auch hier rechts unser Sandsteinmuseum. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt schon geöffnet hat. Im Winter ist das geschlossen. Gibt es auch einen Café, Biergarten. Und ja, wie gesagt, touristisches Highlight hier. Ja, was für mich hier gerade das Highlight ist, das hört man, glaube ich, ganz gut im Hintergrund, wenn ich mal eben ruhig bin. Das Vogelgezwitscher. Also richtig klasse jetzt hier. Es ist auch nicht kalt, kein Wind. Gut, Sonne ist ein bisschen verhangen hier durch Sahara-Staub, haben sie in den Wetternachrichten gesagt. Und fängt draußen hier alles an zu blühen. Richtig klasse. Ich habe gute Laune und ich hoffe, ich mache euch auch ein bisschen gute Laune. Jetzt gut 4 Kilometer hier unterwegs und da steht schon das Eierschild. Und da ist auch so ein kleiner Laden, der ist mir im Winter aufgefallen, der ist auf keiner Karte verzeichnet gewesen. Also Google Maps habe ich ihn schon jetzt gesehen, aber nicht auf der OpenStreetMap. Map ist auch gut, ne? Eine Map-Karte gibt es noch nicht. Mann. Wortfindungsstörung hier. OpenStreetMap-Karte. Wo halt jeder seine Sachen eintragen kann, also ich auch. Das heißt, den werde ich immer nachtragen. Erstmal gucken, was es hier alle gibt. Gucken wir mal. Eier auf jeden Fall, das haben wir schon gesehen, das Schild. Und was haben wir hier noch? Ein paar Süßigkeiten, Honig. Gucken wir mal, Joghurt. Sehr, sehr schön. Und hier wahrscheinlich für den Sommer dann ein Eisautomat. Auch schön dekoriert hier zu Ostern. Was ich auch richtig klasse finde, guckt euch das mal hier an. Wenn man eine Pause machen möchte. Das ist doch super. Ja, es gefällt mir auch schon mal richtig gut hier zum Auftakt der Tour heute. Mal direkt ein schönes Foto machen hier und dann bei OSM einpflegen. Da vorne sehen wir jetzt hier gleich, ja, Café steht da und dahinter halt die Gaststätte, das Brauhaus hier in Havixbeck, wo wir auch das Neujahrstreffen der Electric Devils veranstaltet haben. Und hier vorne, wie ihr seht, wird ein Radweg gebaut, denn wir überlegen auch das nächste Neujahrstreffen hier wieder stattfinden zu lassen. Und da habe ich hier einen Radweg in Auftrag gegeben, tippitoppi, damit hier auch alle gut und sicher ankommen im historischen Brauhaus in Havixbeck. Ja, und das Radwegenetz hier im Münsterland, auch jetzt gerade um unsere Ortschaft Havixbeck hier, wird immer weiter ausgebaut. Der nächste ist auch schon wieder in Planung. Das ist dann auch mein Arbeitsweg nach Münster, wird dann sicherer. Obwohl ich mit dem Speedpedelec fahre, aber wenn da morgens keiner fährt, ehrlich gesagt, fahre ich natürlich auch auf dem Radweg. Ist mir lieber, als wenn ich da von Autos mit 100 km/h überholt werde. Und hier ist auch direkt der nächste Verkaufsstand auch offen hier. Ups. So, mal gucken.
So, was gibt's denn hier? Guck mal, Ostergestecke da unten. Und Nussecken. Selbstgebacken. Das finde ich ja klasse hier. Eiserkuchen. Richtig tolle Sachen. Und hier oben hängt eine Wildkamera. Ist ja auch vernünftig, ne? Gibt da genug Pappnasen, sag ich mal milde, die sowas hier doch immer wieder zerstören oder einfach Sachen klauen oder für ein paar Euro die Kasse aufbrechen, sodass dann keiner mehr motiviert ist, irgendwie sowas anzubieten. Und wie gesagt, ich finde sowas ja klasse und darum kaufe ich jetzt auch was hier. Ich glaube, ein paar Kekse kann ich schaden jetzt zu Ostern. Oder Nussecken ist auch gar nicht so teuer, ne? Guck mal, 1,50, kaufe mir ein paar Nussecken. Mal Dinkel. Ja, da muss ich auch mal gucken, wo ich jetzt hier lang fahren soll. Ist ja eine richtige große Verkehrskreuzung jetzt hier. Also hier rechts soll ich fahren. Und ich kenne mich natürlich ein bisschen aus zu Hause. Hier geht es Richtung Biogasanlage. Ja, soll ich fahren, ist auch gut. Ne? Ich habe mich Strecke natürlich selbst geplant hier. Beziehungsweise die Hoflärchen und Ortschaften verbunden. Und Komoot hat natürlich die Strecke dazwischen ausgeplant und darum weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau, habe ich auch nicht angeguckt. Aber im Prinzip sind das ja alles befestigte Wege, so richtig in die Wallamucken werde ich heute wohl nicht müssen, dass ich hier durch irgendeinen Matsch fahren muss, hoffe ich. Ja, wie angekündigt kommen wir jetzt hier zur Biogasanlage. Und in der Regel ist die Waage immer eingeschaltet. Schauen wir heute mal. Ja, ist er auch. Guck mal, gucken, was ich auf die Waage bringe hier mit Rad. 140 Kilo. Die wiegt allerdings in 20 Kilo Abständen. Also lasse ich mal das Fahrrad draufstehen. Mal schauen, was das Fahrrad alleine wiegt, ohne mich. 40 Kilo. Okay, dann wiege ich also 100 Kilo minus 20, weil die ja in 20er Schritten anzeigt, 80 Kilo. Ja, da kann ich mit leben. Also, weiter geht's hier. Mit 140 Kilo, oder nee, 120 muss er abziehen, Systemgewicht. Guck mal, richtig was zu gucken gibt's hier jetzt gar nicht. Einfach nur Straße, Kreuzung, bedeckter Himmel. Aber ich habe gerade so richtig gute Laune mit dem Vogelgezwitscher. Und ganz ehrlich gesagt, ich freue mich auch mal wieder, alleine unterwegs zu sein. Also nicht, dass ich mit anderen Leuten da irgendwie nicht unterwegs sein möchte. Aber ist auch mal was anderes, nicht in der Gruppe zu fahren mit mehreren Leuten, sondern einfach mal wieder ganz alleine und Natur genießen. Und euch einfach mitnehmen jetzt hier. Herrlich. Ja, guck mal, was haben wir hier alles am Knotenpunkt 34, der D3, Deutschlandroute 3, Europaradweg R1, Sandsteinroute. Und wir fahren jetzt Richtung Dahfeld, Aulendorf. Hier geht's lang. Und dann schauen wir mal, wo es da den nächsten Hofladen gibt. Guck mal, richtig klasse hier, ne? Richtig kreativ. Die Kinder und der Hund, sehr schön. Tolle Idee. Ja, bei Kilometer 12 kommen wir jetzt hier nach Holthausen und da fängt es auch direkt an zu regnen. Bin ich gar nicht darauf vorbereitet. Ja, mal hoffen, dass nur ein paar Tropfen bleiben. Da hätte ich in der letzten Woche bei der Leckere Devils Koblenz Tour ein bisschen was dazulernen können. Ne? Ein paar Regensachen einpacken, da hatte ich nämlich auch keine dabei. Ach, war wieder herrlich hier. Ne?
Kirche in Holthausen. Es regnet jetzt doch. Also liebe Grüße an den Peter hier. Flüssiger Sonnenschein im Münsterland. Ja, vor lauter Begeisterung natürlich mal wieder nicht abgebogen. Vielleicht soll ich mir doch mal angewöhnen, hier die Geräusche am Navigationsgerät zu aktivieren. Ich glaube, das mache ich gleich mal wirklich. Wenn ich das nämlich jetzt nicht mache, dann mache ich es wieder nicht. Hier Ortseingang, da habe ich jetzt diesen, ich hätte gesagt, Partypilz gefunden, diesen Wetterschutzpilz hier. Und jetzt hat es natürlich richtig auf zu regnen, ne? Passend in diesem Augenblick, von daher gar nicht lange unterstellen hier. Weiter geht's. Wenn es wieder anfängt, weiß ich ja, wo ich hin zurückradeln muss. Ja, Ewaldibach. Da wäre ich jetzt gerade fast vorbeigeradelt. Ich hatte erst hier die Angler gesehen, die ich euch jetzt nicht zeige, weil die schon so interessiert gucken. Und was haben wir denn hier? Badersleben 2015. Ja, was ist Badersleben? Das haben wir eine Naturlandschaftsfotografie. Badersleben, interessant. Ja, kann ich ja lesen. Das Kunstgewächshaus im Münsterland. Nehmen wir mal hier den QR-Code, wen es genau interessiert. Das sieht doch irgendwie hier nach vorletztem Jahrhundert aus, ne? Nicht nach letztem. Jetzt mal direkt weiter hier am Spielplatz vorbei, wo ich nämlich eigentlich hin wollte. Also nicht auf den Spielplatz, sondern hier die schöne Mühle am Teich. Die ist ja mal wirklich gut in Schuss gehalten hier. Richtig schönes Örtchen. La im Münsterland. Und ich fahre jetzt weiter Richtung Postmann. Ja, Freunde, und hier an der Tankstelle jetzt der nächste Hofautomat hier. Schulte Pröpsting, Eiernudeln direkt vom Bauernhof. Und das sehe ich auch immer öfter, dass die Dinger hier an Tankstellen aufgebaut werden. Allerdings sind das sonst immer oft, ist jetzt wahrscheinlich leer, weil Feiertag ist. Morgen ist ja Ostersonntag. So oft immer Wurst- und Fleischwaren halt drin, was zum Grillen. Also wer hier mal hinkommen möchte und sich die Mühle ansehen oder was anderes, so wird es geschrieben. Das westfälische Dehnungs-E, darum La und nicht Laer oder Leer. Und fahre jetzt hier weiter Richtung Steinfurt-Borghorst. Aber nur die Richtung. Wir wollen nochmal hier abdrehen. Sonst wird die Runde doch ein bisschen größer als 50 Kilometer. Und natürlich gibt es die Tour auch als Komoot-Link hier unten unter das Video. Und ich werde natürlich bei OSM auch fehlende
Automatenlandschaften hier nachtragen. Dass ihr die dann irgendwann auch bei Komoot findet, weiß ich gar nicht. Gibt Komoot auch Hofläden an, habe ich gar nicht geguckt. Ladestationen geben die daher an. Das wäre mal sinnvoll, ne? Ich glaube, ich schreibe die mal wieder an in Potsdam. Komoot oder Komoot, wie man möchte. Ja, liebe Leute, da kann man auch gar nicht vorbeiradeln hier. Milchhof Ostkamp, Regiobox-Kartenzahlung möglich. Und ich glaube, hier war ich auch schon mal auf einer Hofladenrunde. Aber schau mal, was da heute im Angebot ist. Ja, ist ja bestimmt auch wieder ein, zwei Jahre her, als ich das letzte Mal hier war. Weil die Hütte, die da jetzt steht, stand letztes Mal hier. Und hier steht jetzt diese Remise, nennt man das, glaube ich. Hofeis. Und hier gibt es dann auch die Wurstwaren, ne? Die es an der Tankstelle gerade nicht gab. Aber klasse, hier der Nackensteak. Wenn man es mal kurzfristig grillen möchte, tippitoppi. Das finde ich auch klasse. Ja, liebe Leute, ich dachte ja gerade schon, hier draußen am Automaten ist Ende im Gelände und war schon ganz begeistert da, die Wurstwaren, dass man aber ziehen kann. Aber nee, gibt es einen richtigen Hofladen am Hof Ostkamp hier. Verlinke ich euch natürlich. Kannst du richtig hier, guck mal. Also Wein kaufen, Sekt kaufen, Leberwurst. Eierlikör, komme ich ja direkt in Versuchung. Ist er selbst gemacht? Eierlikör, ja. Oh, guck mal hier, ne? Eierlikör hier. Noch Marmeladen. Tippitoppi. Ja, ich glaube, da nehme ich auch noch was mit, ne? Muss ich mir aber ein bisschen was aussuchen. So Ostern hier, Eierlikör, kann ja nicht schaden, ne? Ja, Freunde, jetzt hier Karamell-Eierlikör. Und an der Kasse lagen natürlich die Mettentchen. Haben sie für mich da genau hingelegt, ne? Die wussten, dass ich komme. Tippitoppi. Ich und meine Mettentchen. Ja, wenn es jetzt richtig regnen würde, würde ich sagen, ja super. Hier ist eine Bushaltestelle. Eventuell kann man sich sogar hinsetzen. Ja, kann man. Aber es regnet ja nicht richtig. Von daher immer auf der Suche nach der besseren Pausenmöglichkeit. Wobei ich da, glaube ich, in 90% der Fälle schlechte Erfahrungen gemacht habe, dass da nichts mehr kommt und ich nass werde. Aber egal. Ich weiß ja nicht, wer hier vorne gerade da schön Straßenschäden aufgestellt hat. Aber das sind keine Straßenschäden. Hier gibt es ja keine Straße. Guck mal hier, mein Schatten. Lange nicht gesehen. Denn da, wo Schatten ist, da scheint auch Sonne. Holzhütte, offene Tür. Also auf meiner Karte war jetzt eigentlich nichts. Also ich habe jetzt hier nichts in Erwartung. Aber guck mal hier. Unverhofft kommt oft, wie es so schön heißt. Hier Eier, Grillfleisch, kühle Getränke. Schauen wir uns das direkt mal an. Eier kommen wahrscheinlich da direkt aus dem Bauwagen von den Bewohnern. Sehr schön, guck mal hier. Die hast du auch. Lützland, Lust trinke ich auch total gerne. Kommt aus Ostwestfalen. So ein Hof, die das halt ohne großartige Zusatzstoffe da diese Fruchtgetränke herstellen. Gibt es auch Mettwürstchen, super. Und auch hier kannst du direkt mit PayPal bezahlen, hier QR-Code. Zwar gar nicht mit Kleingeld und dann auch keiner mehr irgendwie motiviert, dir was zu klauen. Ne? Sehr schön. Tippitoppi. Kühlschrank muss man mal angucken. Ne? Bin ja neugieriger Mensch. Was haben wir denn hier? Ah, Wurstebrot. Wurstebrot, was typisch Westfälisches, so eine Art Blutwurst zum Aufschneiden, kann man auch braten. Gibt es immer, ist das um Ostern rum? Ja, ich glaube schon, ne? Wurstebrot ist so ein typisches um Ostern rum Essen. So, ein typischer deutscher Schilderwald, hier bin ich direkt überfordert. Umleitung, 50, schneller soll ich nicht fahren, links darf ich gar nicht fahren. Bogenumleitung, aha. Wo will ich denn überhaupt hin? Geradeaus. Guck mal, Richtung Nordwalde. Richtung Hülse. So, hier Knotenpunkt 16. 3,5 Kilometer nach Nordwalde. Thank you.
Freunde, das ist der Moment, wo ich mal selber auf mich stolz sein kann. Ich bin durch Nordwalde gefahren, ohne Navigation. Ich weiß mal, wo Hülse wohnt, aber trotzdem, so himmelsrechnungstechnisch schon mal wieder ohne Navi. Das ist was, wo der kleine Spobo sich freuen kann. Ne? Und da ist er, für alle, die ihn nicht kennen, hier der Chef der Electric Devils hier. Der Hülse. Schief, der ja. Schief. Okay, der Schief. Hi. Hi, Schief. Guck mal, der Schief hat ja auch hier super, ne? Fahrrad, Wohnwagen, Electric Devils. Alles vom Feinsten. Du wolltest ohne Alkohol haben. Ja, genau. Alkoholfreies Radler, bitte. Und ich habe mal die Gelegenheit, jetzt eben meine Akkus aufzuladen hier, beziehungsweise die Funkmikrofone habe ich mir irgendwie selbst geklöppelt hier aus dem 3D-Drucker. Ladestation klappt ganz gut. Und darum der Ton jetzt ein bisschen anders als gerade. Aber egal, ne? Und dann gibt es jetzt ein schönes 0,0%. 0,0, genau. Prost. Ich brauche ja nicht mehr fahren. Ich darf auch mit haben. Ja, hat es gut getan, jetzt hier einen Radler zu trinken. Also danke dafür, Hülse. Gerne, gerne. Und gerade noch mal hier was erfahren. Ich habe ja erzählt, hier Wurstebrot irgendwie, was ich gerade im Automaten gesehen habe. Typisch westfälisch irgendwas zu Ostern. Ich bin ja auch nur zugereist, aber Hülse ist ja hier Einheimischer, Gebürtiger. Und eingeboren. Sagt, eingeborener sozusagen. eingeborener Münsterländer und das gibt's immer. Also Wurstebrot gibt's immer. Macht man in der Bratpfanne. Was gibt's da noch dazu dann? Ja, kann man entweder Apfelmus, wie du schon sagst, oder Röstzwiebeln. Das kann man dann gut dazu. Müssen wir mal ausprobieren, oder? Das klingt nach einem Plan. Jetzt kriegt er doch Hunger drauf. Gleich mal gucken im nächsten Automaten, ob ich da Wurstebrot finde. Dann probiere ich das mal aus. Ne? Also, weiter geht's. Hier geht's jetzt direkt raus aus Nordwalde und Straße ist noch gar nicht wieder fertig, weil die Umgehungsstraße hier relativ neu ist. War es lange gar nicht befahrbar, aber geht jetzt. In Richtung Hofladen Nummer, oder Hofautomaten Nummer 5. Die Eierhütte. Täglich frische Freilandeier und regionale Produkte direkt von den Erzeugern. Guck mal. Gibt es auch Ostereierlikör Spezial, aber Eierlikör habe ich ja gerade schon gekauft. Von daher schauen wir mal, was hier sonst noch im Angebot ist. Guck mal, hier auch wieder selbstgemachte Marmeladen, Honig. Holunderblütensirup, das klingt auch gut. Kartoffeln und was haben wir hier? Wiesensuppenhuhn. Aha. Sehr schön. Ich glaube, die muss ich mir jetzt hier merken mit dem Suppenhühnchen. Das ist natürlich eine ganz andere Qualität. Als wenn du jetzt hier für, ich glaube, 95 Cent gibst, kriegst du jetzt auch nicht mehr für 2 Euro hier vom Discounter irgendwas da in der Suppe schmeißt. Das ist schon mal was ganz anderes hier. Aber da muss ich zu Hause erst eine Genehmigung holen. Wenn ich sowas nach Hause bringe, dann muss es ja auch zubereitet werden. Und Ostern ist garantiert schon irgendwas anderes auf dem Speisezettel. Da wäre ich doch fast direkt weitergefahren. Ich habe gerade diese selbstgebaute Kugelbahn hier gesehen. Muss man mal ausprobieren, ob das auch funktioniert hier. Ne? So, Google drauf. Ja, da geht es ja schon los, ne? Fast geklappt. Komm, einen Versuch gebe ich dir noch. Bienenhotel, bitte öffnen. Was? Doch kein Bienenhotel. Ja, dann bin ich mal gespannt jetzt hier, ne? Draußen die Zwerge. Und jetzt hier. Mit links den Riegel einmal auf. Ja, gucke mal. Das ist doch herrlich hier, ne? Osterdekoration. Das finde ich klasse. Das finde ich klasse. Guck mal, Anhänger. 2 Euro, das ist ja geschenkt.
Ich dachte, vom Weiten gerade hat das Pferd ja ein richtiges Haus hier, nicht nur einen Stall. Aber gerade mal durchs Fenster gelinst, das ist wohl die Werkstatt, wo die Sachen hier hergestellt werden. Ne? Also, das hat was, ne? So eine alte Hütte. Finde ich total klasse. Wieder was entdeckt. Sonnenbahn, was wird das? Aber ist schon interessant hier. Samstag, morgen ist Ostersonntag und kaum Leute unterwegs. Ne? Wahrscheinlich die Feiertagsausflügler erst morgen unterwegs. Weiß ich auch nicht. Aber wenn ich mal gerade eine Handvoll Radfahrer gesehen habe, was haben wir jetzt hier gleich? Kilometer 40. Das ist schon echt wenig fürs Münsterland. Voraus jetzt hier Altenberge und die habe ich gerade schon gefreut. Da geht es richtig schön runter. Aber nee, der Radweg geht hier rum, aber echt schön. Geht hier über den Hof. Na denn? Was heißt das richtig? Ja, das ist richtig. Aber jetzt geht's hier runter. Ja, da wo es runter geht, geht's natürlich auch wieder rauf. Und ich glaube, das soll dann hier wohl stattfinden. Und man soll es ja nicht glauben, ich bin ja seit, ja, wann wohnen wir denn hier? Ja, seit 20 Jahren, jetzt sind wir seit 20 Jahren, die wir im Münsterland wohnen, in Havixbeck. Und hier war ich noch nie. Das ist auch wieder interessant, ne? Das ist Altenberg, ist direkt der Nachbarort hier von Havixbeck. Aber hier war ich noch nie. Und ich freue mich auch gerade, dass das Radwegschild hier rechts rumführt, dass ich nicht da hoch muss. Und so entdeckt man doch immer wieder Sachen vor der eigenen Haustür, wo man eigentlich in Anführungsstrichen nur eine kleine Hofladenrunde fahren wollte. Ja, mal Kilometer 42 jetzt hier rechts wieder ein Pausenpilz. Die Einladung nehme ich jetzt noch mal dankbar an. Wollen mal eine kleine Kleinigkeit essen. Ich hoffe, sind ja auch bei anderen Leuten ganz beliebt, das Örtchen hier. Lagerfeuer gab es hier wohl in jüngster Zeit und Pfand ordentlich beiseite gelegt worden. Mülleimer mit Müllsack drin, das ist natürlich auch wieder tippitoppi. Dass das nicht in der Gegend rumgeschmissen wird. Und die Sachen, die ich eingekauft habe, lasse ich noch in der Tasche. Möchte ich zu Hause auch vorzeigen. Ne? Dass ich da mit leeren Händen ankomme von meiner Hofladenrunde hier. Und ich habe mir zu Hause ein Butterbrot gemacht und auch einen Tee gekocht. Und das gibt es jetzt. Mein Navi sagt auch, Ende der Steigung gleich erreicht. Guck mal. Das ist ein interessantes Wohnhaus hier, die alte Mühle. Hier in Altenberge gibt es nämlich das Holzschuhmuseum. Die schönen Holzschuhe. Und Holzken
Viaxit, oh, ich sag's lieber nicht, ne? Vom Baumstamm zum fertigen Holzschuh. Da gibt's eine Holzschuhwerkstatt hier drinne. Und auch geführte Touren, ist doch mal was, ne? Gibt's ja auch noch hier den Eiskeller in Altenberge, wo man halt früher, als es noch keine Kühltechnik gab, Bier gekühlt hat, ne? Von daher auch sehenswert. Also Altenberge kannst du richtig was erleben hier. Da gibt es noch mehr, ne? Scheune, Heimatverein, Fahrradparkplatz. Gibt es hier auch eine Ladestation, wenn wir schon mal dabei sind bei dem Thema hier? Da wird jetzt mal in Augenschein genommen. So direkt vor der eigenen Haustür, das ist für mich ja persönlich ja uninteressant, aber für euch ja nicht, ne? Von daher. Nö. Auf den ersten Blick zumindest jetzt nichts entdeckt. Auch immer wieder schön, so bepflanzte Fahrräder. Wollte ich mir auch schon mal einen Vorgarten stellen. Auch interessant, ne? Als Radfahrer wurde man jetzt explizit hier über den Hügel geschickt. Autofahrer dürfen flach drumherum fahren. Geht's auch wieder richtig flott voran hier. Der nächste Pausenpilz belegt. Habe ich also jetzt richtig gemacht, als ich Pause gemacht habe. Man könnte jetzt ja meinen, so richtig schön idyllisch hier, Kilometer um Kilometer. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, was ihr mal jetzt hört im Mikrofon, da vorne läuft die Bundesstraße, die vielbefahrene. Obwohl es die alte B54 ist, gar nicht die aktuelle, die Nebenstrecke, aber trotzdem. Aber herrlich, ne? Die alte Münsterstraße heißt das hier. Ja, macht Spaß. Und die Ecke hier kenne ich auch, da kommt gleich eine richtig, richtig schöne Pausenmöglichkeit. Wenn ich nicht schon Pause gemacht hätte. So ein Pech aber auch. Ah, da ist auch schon belegt, da sehe ich ein Fahrrad. Aber auf jeden Fall sonst super Möglichkeit, sich unterzustellen, Päuschen zu machen. Ja, nee, von Altenberge. Und jetzt haben wir gleich Kilometer. Was haben wir denn jetzt hier? 48. Bleibt auch nur noch ein Örtchen, bis ich wieder zu Hause bin, nämlich Hohenholte. Das gehört auch schon eigentlich zu Havixbeck. Davon darf uns niemand sagen. Die fühlen sich unabhängig. Nein, ist ja auch ein schöner Flecken, da nette Leute. Alles gut. Und da gibt es auch einen Regiomaten, Verkaufsautomaten, Hofautomaten, wie auch immer. Den habe ich mir, glaube ich, auch noch nie angesehen. Von daher bin ich richtig gut zufrieden. Eine richtig gute Entscheidung von mir mal. Hier mal mit dem Rad vor der eigenen Haustür unterwegs zu sein. 21, 22, 23. Ah, da geht's. Oh, guck mal hier. Die ist ja ganz neu. Ja, wenn die Windräder sich so drehen, so schnell und mich aus der Perspektive ansehen, dann heißt das, voll im Gegenwind. Und auch mit Motorunterstützung. Ja, ich weiß, ich fahre ein E-Bike. Aber ich fahre ja auch nicht immer hier auf Turbo, wenn es flach ist. Nein. Hier ist was los.
Ja, Kilometer 52 und herzlich willkommen hier im Stiftsdorf Hohenholte. So, Dreiwellenautomat, was gibt's hier? Guck mal, gibt es auch Entchen. Auch vom gleichen Hof, wo ich gerade war. Und das ist von Ostkamp, der Automat, sehr witzig. Und aber auch Aperol Spritz hier, Bier da drinne. Das heißt, hier muss es auch eine Alterskontrolle geben. Das sind so Automaten, wo ich dann meine Probleme kriege. Weil mein Personalausweis habe ich die Online-Funktion nicht freischalten lassen. Mir damals hat keiner gesagt, ne, als ich den beantragt habe, dass ich dann an so einem Automaten hier kein Aperol Spritz und kein Bier ziehen kann. Dass ich da jemand mitnehmen muss, der erwachsen ist. Oder der diese Online-Funktion hat. Nein, aber sonst echt schön hier, ne? Kannst dich hier noch hinsetzen bei schlechtem Wetter. Dann kannst du ja schon bald, ich darf gar nicht noch sagen, übernachten hier, ne? Das ist doch schon tippitoppi. So, Rückwärtsgang rein, wieder rausrollen. So, weiter geht's. Radfahrer rechts, dann fahren wir links. Finde ich hier schöner, durch den Wald zu fahren. So, hier geht's wieder raus aus dem Wald. Mittlerweile richtig hoch. Der Radweg ist ja auch ja komplett neu gemacht worden. Echt Wahnsinn. Hier haben auch die Radfahrer, wir haben jetzt hier Vorfahrt bekommen. Haben wir vorher auch nicht. So muss das sein. Ja, nach gut 2 Kilometern bin ich wieder zu Hause. Und den Radweg bin ich auch noch nicht gefahren. Der ist nämlich so neu. Der ist, glaube ich, erst seit, ja, 2-3 Wochen, dass die Baustelle hier weg ist. Aber voll gegen den Wind, Freunde. Boah. Ja, guck mal. Sind es jetzt knapp 55 Kilometer, bis ich zu Hause bin. Sind es dann gut 55, ziemlich genau 1 Kilometer. Und ich halte auch mal hier an. Ja, ist auch jetzt eine richtig große Runde geworden am Ende. Keine kleine Hofladenrunde, 55 Kilometer. Ich glaube, es sind 5 Verkaufsautomaten insgesamt, oder waren 6. Muss ich jetzt nochmal nachzählen. Und halt der Hof Ostkamp, wo ich da mit der Lädchen noch ein bisschen angeguckt habe, Eierlikör gekauft habe, die Mettentchen und Nussecke. Kann ich gleich alles mit nach Hause bringen. Meine liebe Frau Andrea hat nämlich Frühdienst, die hat gleich Feierabend. Und dann gibt es ein bisschen was, eine Tasse Kaffee dazu. Und ich glaube, ich darf auch noch den Grill anmachen. Irgendwas ist da heute auch noch vorgesehen. Jedenfalls bedanke ich mich bei dir, bei euch fürs Zuschauen, dass ihr mich begleitet habt hier. Und ich schaue mal, ob ich morgen, übermorgen das mit der Tour machen kann, je nachdem, wie das Wetter sich hier entwickelt. Ich habe richtig Bock, jetzt wieder vor der eigenen Haustür was zu unternehmen und freue mich darauf. Also in dem Sinne wünsche ich euch auch alles Gute. Kommt mal ins Münsterland, fahrt eine Tour. Ich werde die hier ab Bahnhof dann umplanen, dass man praktisch ab Bahnhof losfahren kann. Da kann man das Auto kostenlos abstellen, wenn man hier unterwegs sein möchte. Und den Hülse plane ich auch raus. Ne? Der ist ja auch nicht immer da, dass man da ein alkoholfreies Radler bekommen kann. Also danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Swobo. Ciao.